In diesem Video zeige ich dir jetzt wieder beim Windows Movie Maker 16.4 die Länge, die Dauer von Audiodateien verstellen kannst. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel bin, ich habe hier vorhin einen Kommentar eingefügt, mache ich einen Doppelklick drauf und dann erscheinen hier die Eigenschaften dann dazu. Dann könnte ich jetzt hierher gehen und die Lautstärke mal einstellen. Ich könnte jetzt auf total leise stellen, das heißt, ich würde dann in dem Fall hier nicht so für diesen Audio-Kommentar hören. Schauen wir uns das mal an. Ich höre praktisch nichts mehr. Ich kann es aber auch dementsprechend lauter stellen. Rüdiger. Bin ein bisschen weiter rüber gekommen. Grüß Gott, Herr Doktor. Haben Sie das auf maximale Lautstärke gestellt. Ich sehe, dass hier zum Beispiel nichts aufgenommen wurde. Dann könnte jetzt hier dann dieses Pfeil dann einstellen und könnte den Anfang jetzt hier wegnehmen. Könnte jetzt hier dann hergehen. Könnte hier die Startzeit zum Beispiel dann verändern. Ja, will hier zum Beispiel Startzeit festlegen und würde es dann auf 4 her schieben. Das entspricht aber nicht zu meiner Vorstellung. Du kannst im vorherigen Videos noch erinnern, dass ich hier das hier anfangen lassen wollte, dort wo es dann der Fall ist. So, okay. Und jetzt kann ich das hier dann beschneiden. Ich mache nochmal einen Doppelklick drauf, dass ich hier die Eigenschaften habe. Und kann jetzt hier hergehen und kann es hier verschieben. Oder ich kann auch dementsprechend dann hier einen Startpunkt festlegen, wo das Ganze anfangen. Das ist, dass ich hier dann zuschneiden kann. Ich gehe also dann hinein, fahre hierher und wähle hier Startpunkt festlegen. Es wird hier beschnitten. Ich kann jetzt auch den Ende dann, das hier dann wählen. Ich könnte auf Endpunkt festlegen gehen und habe es hier beschnitten. Ich habe jetzt hier eine kleinere, eine kürzere Audiodatei. Grüß Gott, Herr Dr. Rüdiger. Ich habe das hier dann beschnitten. Das läuft jetzt hier weiter. Dasselbe kann ich hier natürlich auch bei der Musikdatei machen, die ich eingefügt habe. Geht hierher. Wähle hier nochmal einen Doppelklick. Sie wieder neu einstellen. Doppelklick habe ich gemacht, damit ich die Eigenschaften hier habe. Ich lege hier Startpunkt festlegen. Gehe jetzt hierher. Wähle Endpunkt festlegen und habe das dann somit dann beschnitten. Wenn ich das jetzt hier anschaue, lasse ich es weiterlaufen und dann kommt dann die Musik. Also in diesem Sinne habe ich dir jetzt in diesem Video gezeigt, wie du die Audiolänge festlegen kannst.